Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island und ich habe eine weitere Idee bekommen. Wir haben ja in diesem Pepperoni, den wie wir gesehen haben, wo wir nicht rankommen. Allerdings haben wir eine komische Aussprache, Fuji irgendwas gehabt und wir haben ein Gerät, mit dem wir komische Aussprachen simulieren können. Und das werden wir jetzt mal probieren. Es ist ein Strohhalm, an dem ich mich klammere, aber wir können es jetzt mal probieren. So, du rennst zur Tür. Und das war, glaube ich, der hier. Au! Was hast du? Mein Sohn! So, probieren wir es mal. Ach, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir nur gucken. Das war ja irgendwie so eine komische Challenge. Erinnere ich mich wieder. Da haben wir ja das Schild gehabt. Wahrscheinlich müsste man es damit irgendwie machen. Die Frage ist, wie gehe ich denn die Challenge ran? Also die Peperoni oder Paprika oder was? Chilischote ist auf alle Fälle richtig. Das bin ich ganz sicher. Weil es so ein Rachenputzer ist. Wahrscheinlich, weil ich jetzt den Lippen kaputt habe, kann ich sie auch essen. Da. Fugui. Da, bist du Pirat genug für die Fugu Jolokia Herausforderung? Ja, bin ich. Fugu Jolokia. Scheint harmlos zu sein. Frage ist, wie mache ich das? Hey, WP. Da, erzähl mir über die... Erzählen Sie mir etwas über die Fugu Jolokia-Herausforderung. Ah, sind wir etwa ein Connoisseur exotischer kulinarischer Freuden? Ja. Dann haben Sie gewiss schon von der Fugu Jolokia gehört, der schärfsten Pepperoni der Welt oder der kommenden. Ach, die Fugu Jolokia. Ich konnte vor vielen Jahren ein Exemplar dieser Art, dieser Fugu Pepperoni, von einem dreibeinigen Piraten namens Ord erstehen. Ich gewann sie, weil ich meine Zunge für ganze 10 Sekunden an die Pepperoni halten konnte. Wie ausgefallen? Seit diesem Zungenvernichtertag habe ich geschworen, diese Pepperoni dem ersten Piraten weiterzureichen, der schafft, seine Zunge für 11 Sekunden an die Fugu Jolokia zu halten. Tja, wenn es weiter nichts ist. Es ist auf alle Fälle offen. Okay, Paprika. Jetzt zeige ich dir, wer dein Meister ist. Okay, Memo an mich selbst. Die Fugu Jolokia anfassen ist auch heiß. Okay. So, okay. Das heißt, wir dürfen da nicht mit irgendwas anderes in Kontakt kommen, weil sonst ist unsere Zunge nicht mehr taub. Aber das ist auf alle Fälle der richtige Weg. So, nochmal die Zunge betäuben. Und klick. Au! Es ist mal zu. Mein Sohn! So.
nichts anderes anklicken, sonst ist meine Zunge wieder normal. Außer natürlich den Eingang. Oder Ausgang, den darf ich anklicken. Okay, noch habe ich eine betäubte Zunge. Ach, der Mond sieht heute echt toll aus. So, komm. Gott, ich drehe durch mit der Steuerung. So, und wo ist die Chili Pepperoni? Müssen wir den wieder ansprechen? Kapitän Threepwood, was kann ich für Sie tun? Fungo-Herausforderung. Was wird das? Sie wollen sich der Fugo-Jolokia-Herausforderung stellen? Ja. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Legen Sie los, Kapitän! So, Pepperoni. Nie im Leben werde ich diese Paprika nochmal mit nackten Händen aufheben. Ach nee, jetzt hat er schon wieder geredet, verdammt. Geht das so? Ah, so benutzt man sein mächtiges Piraten. TM. Threepwood. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt müssen wir nochmal den ganzen Weg da. Und der blöde Typ kann auch nicht rennen. Au. Wenn er wenigstens rennen könnte. Entschuldigung, er kann rennen. Ich muss nur die Shift-Taste gedrückt halten. Mein Fehler. Ich nehme alles zurück. So, und dann gibt es endlich die Red Hot Chili Peppers. Oder Red Hot Chili Pepper, eigentlich so. So, nochmal die Zähne Zunge betäuben. Was hat denn mein Zunge? So. Ausgang. Nein, hier lang. Und diesmal, bevor wir die Pepperoni anfassen, den Haken nehmen. Nein, nein, nein! Ich kann doch nicht heißes Sekuöl mit bloßen Händen anfassen. Du, falsch angeklickt. Nochmal zurück. Jetzt aber. Okay, nochmal die Zunge betäuben. Au! Was hat denn mein Zunge? So, und jetzt Philipp. Aufpassen, wo du hinklickst. Diesmal schaffst du es.
Du musst deine blöde Zunge nur 11 Sekunden dran halten. So, jetzt nur die Tür. Clubtür, gut. Ah. So, mit dem reden wir wieder. Kapitän Threepwood, was kann ich für Sie tun? Und wieder die Fugu-Yolokia-Herausforderung. Was wird das? Sie wollen sich der Fugu-Yolokia-Herausforderung Jolokia stellen? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Legen Sie los, Kapitän! So, das heißt, wir müssen wieder den Haken nehmen. Nun breche meine Balustraden! Gut gemacht, Captain Threepwood. Sie haben den Fugu-Yolokia erobert und das Recht, ihn zu behalten. Ich verlanke alles Gesunde und Essen und... Ich werde vermutlich dauerhaften lingualen Schaden davontragen, aber es hat sich total gelohnt, dass ich mir diese Peperoni gekrallt habe. Genau, weil jetzt können wir den Rachen freimachen. Gut, dass der Schwamm keine Zunge hat, sonst würde ich die jetzt ins Meer halten. So, nächster Schritt. Was haben wir? Der Hauptgang wird nun ohne Aufregung geschehen. Nutze die Karte, um den sechsten Sinn zu sehen. Okay. Das hatten wir ja hier vorher. Gut, da haben wir... So, dann gibt es ja hier noch ein Fragezeichen. Müssen wir jetzt irgendwie so umblättern, dass wir das Fragezeichen sehen. Ah, okay. Die Ecke muss offen bleiben. Ah! Okay. Ah, ich verstehe. Okay. Erst dahin laufen und dann können wir das Fragezeichen. Okay. Okay, I gotcha. Und da, wo das Fragezeichen ist, das haben wir ja gelernt, die hat uns ja das schon verraten, dass wir ja die Mittel haben, um da hinzukommen. Also, so. Ein bisschen schneller, mein Herr. Okay, wieder hier hin. So, nochmal gucken. Wir wollen zu dem Roten. Das heißt, wir sind hier nach oben, rechts, rechts, runter. Also hoch, rechts, rechts. Rechts. Rechts nochmal. Runter. Und hoch. So, und jetzt müssen wir das umklappen. So, und theoretisch haben wir es jetzt geschafft. Genau, was haben wir hier? Es ist die mysteriöse Truhe der Weissagung aus der Hütte der Voodoo-Lady. Wer weiß, was für nützliche Voodoo-Geschichten sich in ihr verbergen. Aber viel wichtiger, wie kann ich sie öffnen, um das herauszufinden? Mit unserem allseits beliebten Dietrich! Hier. Sehen wir mal, was habe ich, das ich letztes Mal nicht hatte, als ich diese Truhe öffnen wollte. Au, blöder Haken! Ja, es ist nicht so einfach.
Die Tarotkarten der Voodoo-Lady? Das ist alles? Ich verbiege das Material der Wirklichkeit für den blöden Trick einer Wahrsagerin? Sechster Sinn. Okay, das ist ein ziemlich guter Trick. So, die Karte geht dann direkt mal an unseren kleinen Schwammkopf hier. Oder auch nicht. Tarotkarte, Entschuldigung, das war falsche. Hoffentlich werden diese Flocken aus der Zukunft der Esponja einen sechsten Sinn geben, der mich davon abhalten wird, in solche Situationen zu geraten. So, nächstes Ziel. Fünfter Gang, frisch geschwollen, ein Nachtisch ganz fein, eine Berührung so scharf wie ein Pein, okay. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Das wird dann der elektrische Schlag sein, Inventar schließen. Wir gehen zurück zum Eingang und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.